Meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und heute habe ich euch meine liebsten Herbstlippenstifte mitgebracht. Ich liebe Lippenstifte, ja. Ich meine, klar, jeder Beauty-Junkie tut das. Und ich mag besonders gerne dunkle und auffällige Farben tragen und das ist natürlich jetzt im Herbst genau das Richtige. Deshalb gehe ich eigentlich nie ohne einen dieser Lippenstifte aus dem Haus. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch dran und wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch einen Daumen hoch da und abonniert mich. Fangen wir mal mit den nicht ganz so auffälligen Lippenstiften an, die ich gerne im Herbst trage. Und da habe ich hier als erstes einen Lippenstift von Essence und zwar die Farbe Barely There. Und das sagt es eigentlich schon ganz gut, ich trage den auch jetzt gerade. Das ist so ein bräunlicher Nude-Ton, wenn ihr das hier sehen könnt. Und der ist eben nicht ganz so auffällig und super schön für den Alltag und der trocknet eben die Lippen auch nicht so aus, weil es keine matte Farbe ist. Deshalb liebe ich den und trage den sehr, sehr häufig wirklich. Wir bleiben bei den Nude-Lippenstiften und das ist eigentlich einer von meinen All-Time-Favorites. Und zwar geht es um den Lippenstift von MAC in der Farbe Taupe. Das ist ein matter Lippenstift und wie ihr sehen könnt, ist das so ein bräunlicher Nude-Ton auch. Der ist halt, geht noch ein bisschen mehr ins Braune rein und ist aber nicht ganz so schokobraun, wie man das so in den 90ern getragen hat. Also auch noch wirklich sehr alltagstauglich. Als nächstes habe ich eine Farbe für euch und das geht schon ein bisschen mehr in diesen 90er-Trend rein. Da hat man ja wirklich schokobraune Lippen gehabt. Und da passt dieser hier ganz gut zu. Das ist eine Farbe von Wet n Wild, ein matter Lippenstift, Mochalicious heißt der. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob man den hier in Deutschland überhaupt bekommen kann, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den in der Schweiz damals gekauft habe. Ist auf jeden Fall ein sehr brauner, matter Lippenstift und da muss man sich schon, also das ist nicht wie Nude auf den Lippen. Es sieht wirklich aus, als ob man sich Schokolade auf die Lippen geschmiert hat. Aber ich finde das total schön, wenn man eigentlich mal ein bisschen farbige Augen hat, dann kann man sowas immer super tragen, wenn man trotzdem seine Lippen betonen möchte. Weiter geht es mit den roten Lippenstiften, die ich euch hier mitgebracht habe. Und Rot ist natürlich so eine Sache, das kann man eigentlich immer tragen. Ob jetzt Frühling, Herbst oder Winter, aber ich habe jetzt die mitgebracht, wo ich finde, die sind ein bisschen herbsttauglicher. Und angefangen ist das mit einem von NYX, einer von diesen Soft Matte Lipsticks. Und die Farbe heißt Alabama. Das ist so ein bräunlicher Rotton, also ein Rot mit einem braunen Unterton. Und das passt auf jeden Fall super jetzt gerade in die Jahreszeit und vor allen Dingen auch zu so den Herbstoutfits, die man so trägt, wie so ein grünes Shirt, wie ich es jetzt gerade anhabe. Da wirkt das wirklich ganz toll zu. Als nächstes habe ich einen Lippenstift von P2 und das ist mal kein matter. Das ist, der ist aus dieser Pure Color Lipstick Reihe und die Farbe ist die 160 Corso Como. Genau, und das ist so ein Rot, aber ein sehr, sehr, wirklich sehr dunkles Burgunderrot fast schon. Und der ist super schön, der hält auch sehr lange für einen nicht matten Lippenstift, sage ich mal. Und das Positive an dem ist natürlich, dass er dann auch die Lippen nicht so austrocknet, weil es eben kein matter Lippenstift ist. Und deshalb liebe ich den für so einen Herbstspaziergang oder einen Tag im Park oder so. Was man sagen muss, klar trägt der sich halt recht schnell ab, wenn man irgendwie trinkt oder isst. Deswegen mag ich den besonders gerne, wenn ich weiß, ich gehe nur irgendwie spazieren oder zum Shoppen oder so. Dann nehme ich den immer super gerne mit. Der nächste, den ich hier habe, das ist einer von P2, von diesen Long Lasting Matte Maxi Lipsticks. Und das ist mehr so ein richtiges Rot-Rot. Also das, da täuscht ein bisschen die Tube. Das ist eher, geht mehr so in die Kirschrot-Richtung, wenn man ihn dann geswatcht da aufgetragen sieht. Die sind halt super schön, weil die so einen pflegenden Effekt haben. Und das ist die Farbe Forever Cayenne. Als nächstes haben wir hier eine Lippenstiftfarbe, die ich wirklich sehr, sehr liebe. Und zwar geht es da jetzt schon in die Richtung Lila und das ist halt nicht für jeden was, das ist sehr gewagt, diese Farben, aber wir fangen jetzt erstmal ein bisschen leichter an und zwar mit einer von diesen Astor Soft Sensation Lip Color Butter in Matt und zwar die Farbe Royal Diva. Das ist so ein ja, bäriger Lila-Ton eigentlich. Und das ist natürlich sehr schön bei diesen
dass sie so einen pflegenden Effekt auch haben. Deswegen trage ich die auch super gerne, wenn ich weiß, ich bin länger unterwegs irgendwie und habe den Lippenstift sehr lange drauf. Da mag ich die besonders gerne und ich finde es super, dass die auch so eine dunkle, ja, Vampy-Farbe mit in die Range reingenommen haben, weil ja, der ist für den Herbst einfach perfekt jetzt. Weiter geht's und wir bleiben in der lilanen Farbrichtung. Und da habe ich noch einen von Wet n Wild. Das ist auch ein matter Lippenstift. Ihr seht, ich mag am liebsten matte Lippen und ich finde gerade bei den dunklen Lippenstiften ist matt immer besonders schön irgendwie. Und das ist die Farbe Raven Raisin. Schon ein sehr, sehr dunkles Lila. Und das ist schon fast eher was für abends, wobei ich sagen muss, ich bin ja so ein verrückter Typ. Ich trage auch gerne tagsüber so die ganz dunklen Lippenstifte. Deshalb ist mir das relativ egal. Aber der ist auf jeden Fall sehr schön und der hält ewig. Also alle die Wet n Wild matten Lippenstifte, wenn ihr die nicht kennt, probiert die auf jeden Fall mal aus, weil die sind super. Also die decken toll, die halten ewig und die sind nicht so ganz so austrocknend und von der Textur her einfach schön. Also auch nicht so schwer aufzutragen, finde ich persönlich jetzt. Dann habe ich noch einen und das ist so ein richtiges Lila-Lila. Also es ist einfach in your face, einfach lila. Also so sieht er aus. Das ist eine amerikanische Firma, die heißt Pretty Zombie Cosmetics. Das kann man ganz einfach im Internet bestellen und ist natürlich nicht für jeden was und schon auffällig, da sollte man jetzt die Augen nicht so stark zu gut schminken. Aber ich mag den super und das ist halt so ein flüssiger Lippenstift und die halten halt. Also es ist egal, was man macht, den muss man sozusagen abschrubben am Ende des Abends. Deswegen liebe ich die so und die sind von Pretty Zombie Cosmetics auch gar nicht so teuer. Ich meine, die liegen so um die 8 bis 10 Dollar. Also wirklich für Liquid Lipsticks super und kann ich euch nur empfehlen. Das ist die Farbe Three Witches. Als letztes habe ich jetzt doch von euch einen Lippenstift von MAC in der Farbe Cyber. Ein ganz, ganz dunkler Lippenstift. Wirklich das dunkelste Lila, was man sich vorstellen kann. Ist nicht matt, das ist ein Satin Finish. Aber der ist super schön, gerade auch für abends. Und ich trage den auch gerne mit einem Smoky Eye, also stark geschminkten Augen, wenn ich jetzt irgendwie farbige Lidschatten benutze. Weil ich finde, dadurch, dass das eigentlich einfach nur dunkel ist, passt der trotzdem immer ganz gut. Also wenn man wirklich irgendwie roten Lidschatten trägt, dann finde ich sowas immer sehr schön dazu, weil das so ein bisschen den Kontrast dazu hat. Und das waren sie auch schon, meine liebsten Herbstlippenstifte. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann!